Am Donnerstag löschte die Feuerwehr einen Brand im Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt. Titisee-Neustadt. Am Donnerstag, den 25. Mai 2023, erhielt die Polizei um ca. 14 Uhr Kenntnis über einen Brand im Badeparadies in Titisee-Neustadt. Rauch stieg vom Dach empor und war in der Umgebung zu sehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll eine Fritteuse im Gastronomiebereich des Schwimmbads aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen haben. Das Feuer griff auf eine Wand über, konnte jedoch durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Da das Schwimmbad erst um 14 Uhr geöffnet hatte, befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine größere Personenanzahl in dem betroffenen Gebäude. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Informationen, die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.